Auf Deutsch, auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Heute zeige ich euch, wie man Brennnesseln essen kann, direkt ab der Pflanze. Du musst vielleicht dann schon ein bisschen zoomen, dass ich zeigen kann, wie das geht. Man sucht sich ein schönes Blatt aus. Eins möglichst ohne irgendwelche Löcher und Feigen. Und auch innen vielleicht ein bisschen jüngeres. Das da. Von unten greifen. Da heben. Am Stängel heben. Nach vorne ziehen. Aufeinander legen. Schön nach vorne ziehen. Nochmal ein Päckchen machen. Nochmal ein Päckchen machen. Und das fest zusammendrücken. Wir als geistige Wesen brauchen auch Lichtnahrung. Bei den Pflanzen hat man von Chlorophyll. Wenn man gereifte Brennnesselblätter isst, hat man eine ganz hohe Dosis an Chlorophyll. Etwa 360-fache mehr an Vitamin C als in einer Zitrone. Im Moment sind leider unsere Brennnesselsamen noch nicht reif. Wenn die aber reif werden, sind sie etwas dunkler. Und die kann man rösten, eine feine Kochschocke machen und die gerösteten Brennnesselsamen in die Schocke rein. Schöne Plätzchen auf ein Backpapier legen, trocknen lassen und über den Winter Vitamin C-Bömbeli verfüttern den Kindern und so sind sie immer gesund.